Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Third Age Total War mit mir, Tritaid. Und wir beginnen einfach direkt mal mit dem Fortsetzen unserer lieben kleinen Eroberungstour. Wobei, nee, die war ja zu Ende. Wir haben ja erfolgreich den Ork aus dem Posten diplomatisch eingenommen. Und deswegen jetzt eine Armee darum stehen, mit der wir im Prinzip nichts machen können, die uns aber eventuell demnächst Aethlin sichern wird, wenn die Orks das da einnehmen. Wir bewegen trotzdem erstmal weiterhin Truppen darauf zu, schlicht und ergreifend, weil hier die Orks überall stehen gerade. Und wir sind immer noch in der gleichen Runde, sehe ich gerade. Das heißt, wir beenden die einfach erstmal. Da wir momentan eh nichts anderes tun können. Ne, das ist kein komisches Geräusch im Hintergrund, wenn ich die anklicke. Dachte ich gerade, was gehört zu haben. In 8 Runden wird Anuminas das nächste Level erreicht haben. Und bis dahin warten wir mal ganz kurz. Hier ist eine große Rohirrim-Armee, die keinerlei Interesse hat, Edoras zurück einzunehmen. Was mich gerade ein ganz kleines bisschen verwundert, aber okay. Wir gehen mal auf erhöhte Kampagnenbewegungsgeschwindigkeit. Die Zwerge verhandeln mit mir und... Okay. Da gibt es nichts Relevantes. Hochelben, Mordor, Isengard und Orks des Nebelgebirges und Aethlin wird wie erwartet belagert. Wenn ihr das jetzt einnehmt, dann erobern wir das zurück von den Orks. Das ist auf jeden Fall klar. So, 600 Bürger wurden hier vorne gerade niedergemetzelt in einem Aufstand. Das ist natürlich überhaupt nicht schön. Wir müssen so schnell es irgend geht hier eine Besatzungsarmee reinkriegen in den Ork-Außenposten. Das machst du ebenfalls. Andere Wege haben wir momentan leider nicht. Da müssen wir ein bisschen gucken. Gandalf bewegt sich dabei mit seinen Leuten schon mal Richtung Norden. Hat ja hier unten einen kompletten Block Elite-Leute und dann hier vorne noch so ein bisschen was dazu. Und das hier vorne, ist das Bereich, den wir nicht sehen, oder ist das... Ich gehe einfach davon aus, das Bereich, den wir nicht sehen, und baue da noch einen Turm hin. Nein, das sieht einfach so aus. Okay, haben wir gerade 200 zum Fenster rausgeschmissen, ist aber auch egal. Wenn jetzt Aethlin fallen sollte, können wir uns das einnehmen und dann danach hier ein bisschen nach Norden expandieren, eventuell sogar noch, werden wir sehen. Auf jeden Fall haben wir dann schon mal wieder etwas da. Und wie sieht es hier momentan aus? Öffentliche Ordnung ist sehr schlecht, wir haben keine Führung. Das wird sich bald ändern, wenn der Typ wieder da ist. Auch schon im Ork-Außenposten. Okay, Runde beenden. Momentan passiert ja nicht so wirklich viel innerhalb unseres Reiches. Aber diese erste schöne kleine Provinz da jetzt im Norden des Nebelgebirges ist schon mal eine tolle Sache. Ich weiß zwar noch nicht, wie genau wir sie dann später tatsächlich einsetzen werden, aber sie bringt auf jeden Fall Vorteile, sollten wir da später angreifen wollen. Die Vision von einem... eingegliederten Aethlin wird leider auch nicht wahr werden. Ist allerdings problematisch, denn wir müssen das einnehmen als Voraussetzung und ich will jetzt sofort... Ich biete euch einen Waffenstillstand an, wenn ihr mir diese Region wieder abtretet. Ork Außenposten. Nehmen wir dafür Karteninformation. Nehmt an, wir greifen an. Ihr erhaltet eine einmalige Zahlung in Höhe von 2500. Und Handelsrechte. Ja, mache ich natürlich. Neutral, so, und jetzt ziehen direkt unsere Jungs da rein. Und dieser vollidiotische Trupp, da soll sich bitte da wegbewegen. So, mein Diplomat blockiert den, wenn der mich blockieren will. So, und wir brauchen sofort Truppen da oben drin. Das ist halt das Problem, in die Nebelberge kommt man kaum rein, deswegen sage ich auch, es ist... strategisch wichtig, dass wir den da erhalten jetzt. Feindseligkeiten beendet. Krieg. Bau abgeschlossen. Stehende Steine im Ork Außenposten. Das ist sehr schön. Ich will jetzt aber erstmal noch nichts weiteres hier investieren, denn wir brauchen noch Geld momentan. Bürgerrevolte. Das ist doof. Und ein geeigneter Gatte. Nein. So. Gandalf der Gerechte. Ich weiß noch nicht wirklich, wo ich den hinschicken soll. Er bleibt, glaube ich, erstmal einfach da. Ja, du bleibst erstmal einfach da. So, bleib da. Und dann... beenden wir die Runde wieder, glaube ich.
38.000 haben wir jetzt. Wie viel kostet das Haus der Könige nochmal? Aber wir werden da sehr schnell sehr viel mehr Geld haben, als wir nur dafür brauchen. Königshaus kostet 32.000. Wir können also diese Runde theoretisch schon wieder 1.000 ausgeben. Dann machen wir das doch mal. Kaltöden. Bauen bitte ein Rathaus. Nein, bauen sie nicht. Brauchen welche nicht. Wie sieht es denn hier unten aus? Ostenedil. Ostenedil kann ein Jagdlager errichten. So, dann haben wir damit schon mal Geld gut verwendet. Außerdem sitzen wir damit direkt vor den Toren von Moria im Prinzip. Moria sieht man da ja schon momentan auf dem Bildschirm. Ich kann meine Maus nicht benutzen, insofern nicht drauf zeigen. Aber das ist da direkt und dann könnten wir eventuell Moria nehmen und das den Zwergen schenken im Austausch für irgendwas Tolles. Dann wäre das auch wieder ein wesentlich schönerer Ort. Also hier, das ist Moria. Aufstand im Ork-Außenposten. So, wir haben eine Runde Zeit, um dort Truppen hinzubewegen. Ansonsten wird das wieder doof. Mann, ey, ich bitte mal ganz kurz die hier vorne. Also, wir brauchen militärischen Zugang in Wirklichkeit. Bestechung. Ja, komm. So. Und dann darf dieser Trupp hier vorne da bitte jetzt endlich mal reinziehen. So. Das kann doch nicht wahr sein. Hier vorne, da ist ein Speer der Orks von Wunderbad, okay. Hier unten wird es jetzt gleich wieder eine Revolte geben. Vielleicht verschleißt er mal Rat. Nein, ist er der Seite. Du hier vorne, wie lange brauchst du, bis du da bist? Auf jeden Fall bist du schneller da. So. Das ist halt eine Möglichkeit. Auch Außenposten. Wollte mir etwas sagen, der hier vorne hat da minus ein Bevölkerungswachstum gebracht. Lass mich eigentlich verarschen. Ja, okay, da leider draußen erstmal. Wenn die Kaltöden auch wieder schön weiter wachsen, ungehindert. Wir haben jetzt 23.000, das heißt doch keine Ausgaben für unnützen Scheiß. Das Jagdlager wird bitte zurückgepfiffen. Nun, das hat noch 5 Runden, okay. Und dann gucken wir jetzt erstmal den Ork-Außenposten sichern. Das wird jetzt ja wieder eine Bürgerrevolte geben. Und dann dürfen wir uns den wieder zurückholen. Eisquell. Alter, wenn die jetzt den Außenposten besetzen, ich bring die um. Radruhen, komm schon. Da ist die Banditen dran, dann wissen ja, was Sache ist. Dol Guldur hat den einen Ring gefunden. Und 2000 belohnt. Aufstand. Alter, willst du mich eigentlich verarschen, dumme Elbenarmee? Stechung. 29.000, nein. Mann, ich will doch einfach nur endlich mal meine eigene Stadt besetzen dürfen. Ist das denn so schwer? Jetzt nichts hier raus damit euch. So, und du hier vorne ziehst bitte auch da durch. Alter, navigieren hier drin ist so grauenhaft. Mann, ey. So, Runde beenden. Ja, auch aus dem Posten rebelliert wieder. Jetzt sind meine Leute jetzt aus dem Nebelgebirge zurück, das ist so. Dieser dumme Elb, ey, es hätte mein Außenposten sein können jetzt. Froh und glücklich. Ist echt jetzt? Wir geben dir ein letztes Mal die Chance, aus des Nebelgebirges diesen Außenposten zu räumen. Ein letztes Mal. Und danach gibt's Krieg. So wirklich. So, Bürgerrevolte, sehr schön. Kommst hier hin, du verhandelst mit. Nein. Nein, das kannst du vergessen, wir ziehen uns zurück. Alle Mann raus hier. Da haben sich gewisse Leute gerade eine ordentliche Klatsche eingefangen, wenn ich das mal so formulieren darf. So, 3 Runden noch, das heißt, wir können problemlos hier unten im Beret ritterliche Stelle errichten. Beenden. Die Orks können da zwar nichts für, und die Elben können da auch nichts für in Wirklichkeit, weil sie nur eine dumme, schlecht programmierte KI sind. Aber die werden alle beide das bitter bereuen.
Vor allem die Orks, die Elben weniger. Denn mit den Elben will ich ja keinen Krieg. Wir erinnern uns. Wir sind disgraced. Fall back and retreat. We shall continue tomorrow. Das ist ein gegnerischer General, der ist ziemlich. Der spielt ein ziemlich gefährliches Spiel, wenn ich das mal so sagen dürfte. Hier mit einem von seinen Generalen gegen einen von meinen Generalen. Das ist gar nicht mal so klug. Denn, nun ja, wir erinnern uns. Schwere Infanterie, Kavallerie. Infanterie, Kavallerie. Generelle Stärkenverhältnisse und so. So, Positionierung starten. Wir hätten ganz gerne so einen kleinen Höhenansturmvorteil. Das heißt, wir bleiben einfach mal hier und besetzen dann jetzt diesen. Ah ne, der kommt von oben. Okay, dann gehen wir nach hier. So ein bisschen raus in die Ebene. So. Ach, ne, wir gehen nicht hier hin. Und das ist perfekt. Dahin bitte. Nächste Mal Spielgeschwindigkeit. Zweimal reinzoomen bitte. So, da kommt der. Was genau tut der da? Okay, geh bitte da hoch. Der will jetzt halt nicht seinen Höhenvorteil an mich abtreten. Das ist relativ offensichtlich. Was muss der tun, denn ich bin prinzipiell manövrierfähiger als er. Außerdem steht er momentan im Angriff, insofern. Noch zweifache. Und wir machen mal den ersten Ansturm. So. Rein. Und ein bisschen Schaden anrichten und direkt wieder raus. So, wir haben 3 Mann verloren und dadurch haben wir 24 und dann nur 17% verloren. Das ist schlecht. 59 zu 19. Knapp dreifache Übermacht. Nicht ganz. Doch, warte, etwas mehr als dreifache Übermacht. So. Und wieder raus, bitte. Jetzt beim Rausreiten fallen irgendwie immer die meisten. Aber diesmal haben wir es hingekriegt mit nur einem einzigen Mann Verlust. Ne, wir haben sogar nicht mal Verluste erlitten, okay. Und er hat 5 weitere Männer verloren. Und wieder rein, bitte. Jetzt sind die Gegner momentan im Ansturm. Das macht deren Standfestigkeit nicht besser. So. Reinziehen und dann nochmal raus und diesmal mit ein bisschen mehr Abstand dazwischen, bitte, denn ihr habt hier überhaupt nicht richtig anlaufen können. So, 46% der Feinde liegen bereits tot am Boden. Wir müssen halt auf jeden Fall gucken, dass wir seinen General kriegen, der steht da an der Flanke gerade. Drauf, bitte, den müsst ihr erwischen. Ja, tut er aber nicht, weil er immer wieder nur auf die Mitte zielt. Einen wieder verloren, 30% Verbündeter verloren, 2 verloren jetzt schon wieder. Und 59% der Feinde sind auch schon tot. Wir haben schon 5 Leute verloren, der knapp die Hälfte seines Trupps. Ja, also mehr als die Hälfte seines Trupps, 60% seines Trupps, um es präzise zu sagen. So, und wieder rein. Wir sind erwärmt gerade mal. Der kämpft und ist eifrig. Wir sind kämpft. Sieg scheint sicher, nur ein Narr konnte diese Schlacht verlieren. Demnach befinden sich nach wie vor beide Seiten im Kräftegleichgewicht. Da verlieren wir gerade nochmal sehr dumm 2 Reiter. Leute, wenn ich sage rausgehen, dann bitte auch rausgehen und nicht einfach so schön da auf der Stelle traben. Vielen Dank, Leute. So, nochmal, ihr müsst erstmal eure Angriffslinie erweitern. Hier steht momentan in 3 Reihen viel zu dicht gedrängt. Also mit viel zu wenig Aufprallfläche und viel zu viel unnötigem Scheiß. Und dann bitte da oben hin. So, rennen dann auch. Denn der rennt auch gerade und ihr könnt wesentlich länger rennen als der insofern. Rennt ihr jetzt bitte mal wieder nach unten und rein. Aber ich brauche halt mal so ein bisschen Raum für Ansturm. So. Und damit sollte dann jetzt auch schon fast genug haben. Wir rennen mal ganz kurz wieder raus.
Rennen bitte. Also wirklich so mit schnell und allem. Und mir fällt gerade wieder einer. Das ist unser General, okay. Wow, und der hat 3/4 seiner Leute verloren. Und jetzt wird erstmal der Typ da vorne gegrillt werden. So, sein General stand in vorderster Front, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das bedeutet, wenn jetzt gleich einer down geht, dann wird das... Wobei, nee, unsere Schlichtung auch nicht gut gerade. So, es sind noch 12 Mann beim Feind. Wir sind jetzt fast mit ausgeglichenen Nummern und so. So, Leute sind außer Atem. Ja, komm, dann renn doch hin. Ich meine mal... Kannst du gern versuchen, zu Fuß so ein Pferd einzuholen, mein lieber verkrüppelter Goblin da, aber das wird dir nicht wirklich gelingen. So, 52 zu 85%, wir befinden uns im Kräftegleichgewicht angeblich. Vielleicht, wenn ich jetzt einfach reinreiten und da stehen bleiben würde, aber nicht, wenn ich einfach immer wieder eiskalt meinen Ansturmbonus ausnutze. So, jetzt geht sein General auf jeden Fall down. Hier ist unser General... Ne, scheiße, sein General hat unseren Typen, den töten sollte, einfach wegmassakriert. Das ist behindert. Okay, gehst mal wieder raus. 90% der Feinde sind down. Und da stirbt noch einer von meinen vollkommen sinnlos. 8 von seinen Leuten leben noch. 8 von meinen Leuten leben noch. Und Ansturm. Raus bitte wieder. Das kann doch nicht wahr sein hier. Einen einzigen Mann hat er gerade mal verloren. Bei dieser Begegnung. So, rennen. Kommt schon, geht in Position. Wir müssen mal wieder eine geordnete, schöne kleine Linie bilden. Denn aus geordneten Linien wächst immer deutlich mehr Schaden. Und drauf bitte. Naja, so viel zum Thema geordnete Linie, aber okay. So. Und wieder raus. 7. Ja, wir sind auch auf 7 runter. Und wir killen auch einfach keinen mehr von ihm. Das ist ein kleines Problem. So, 7 gegen 7 noch. Das kann nicht wahr sein jetzt hier. Macht mal hin. So. 7 von sein. 5. 4. Schlacht fortsetzen. Niederrennen. So, nur noch der General lebt. Aber den lassen wir nicht davon kommen. Der wird hingerichtet. Da gibt es auch nichts in Sachen Auslösen oder so. Der wird einfach eiskalt massakriert werden. Da kenne ich dann keine Skrupel. So, laden und... hinrichten. So. Und dann wäre ich ganz gerne nach Kaltöden zurückgekehrt. Allerdings setze ich den General nicht als Statthalter ein. Der hat mich da ja letztes Mal offensichtlich einen ganzen Prozent Bevölkerungswachstum insgesamt gekostet. So, du kannst einfach mal weggehen. So, könnte ich eh nicht einholen, die Orks. Sind viel zu schlecht dafür. Und du guckst mal, dass du nach Kaltöden zurückkommst. Während du mit denen mal ganz kurz ins Austauschen von Kartenformationen beredest. Ach, ihr wollt uns einfach eine Spende geben, klar, haben wir auch kein Problem mit. Du, mein lieber General, guckst bitte nochmal, dass du das Nebelgebirge durchquerst. Das wird zwar nicht funktionieren, aber okay. Geh einfach mal oben rum. So. Und dich unten, du. Du palaverst nochmal kurz mit Isengard in Sachen Kartinformation. Schade. Okay, dann halt nicht. Also nächste Runde mit Rohan darüber palavern. So, an seiner Seite, Malevgil der Geizige. Wow. Der hat richtig geile Sachen gerade bekommen. Und Rundenbericht, okay. Anuminas ist bereit. Wir haben 4000 überschüssiges Gold momentan. Dann können wir davon ja in Amonsul ein Garnisonsquartier errichten und in Stadel Ställe bauen. Ah, ne, wir bauen hier einen Bug, ne? Nein, wir bauen hier eine Schafslandwirtschaft.
Wachstum ist auch wichtig. Dann haben wir nächste Runde immer noch 2000 zu viel. Dann können wir hier noch ein Jagdlager bauen und hier unten das geplante Jagdlager bauen. So. Wir haben ja das Geld momentan. Wohlstandsmäßig sind wir die reichste Nation. Also auch von wie viel Geld wir pro Runde kriegen, nicht nur davon, wie viel Geld wir haben momentan. Und so, Kaltöden werden wieder besetzt. Aethon wird mal wieder belagert. Ich glaube, es wäre wirklich intelligent, Gandalf in der Nähe zu halten. So, wenn du nach da reingehst, dann... Ja, okay, das bedeutet, für dich ist das aus. Du kommst zu Gandalf und Gandalf kommt nach hierhin auf die Straße. Auf die Straßenkreuzung, die hoch nach Aethon führt. Dann sind Feindseligkeiten von Tal und Mordor beendet und wir sind wieder auf 32.000, sonst was. Nächste Runde können wir dann hier beginnen, das Haus der Könige zu bauen. In Anuminas. Bis dahin haben wir noch 4.000 Budget, so knapp. Weißquell baut nichts davon, Stadel baut schon, Bre baut schon. Tharabad könnte noch irgendwas errichten. Was hast du denn, was 4.000 und oder weniger kostet? Du hast Straßen. So, und Bau abgeschlossen von Straßen und dann kannst du nichts bauen, denn du hast eigentlich schon gebaut. Das ist ja gerade nur so ein kostenloser Zusatz gewesen. Wir können allerdings nochmal ganz kurz diesen General hier vorne nehmen, den nach hier hinten schicken und hier einen Turm errichten. Dann kommt er zurück. Du, wenn du rausgehst, machen wir zu wenig Einkommen. Das können wir nicht riskieren. Dann beenden wir die... Ah, der hier vorne hat nichts zu tun. Dann könnt ihr nach da kommen und da in einen Wachturm bauen. Dann hätte ich ganz gerne noch einen Turm hier. Irgendwann... Achso, da kannst du nicht mal hin. Okay, das ist unpassierbares Gelände. Dann kommst du noch nach da und du noch nach hier mit deinem Turm jeweils. Ach nee, stimmt, ja, unpassierbares Gelände. Ich erinnere mich. Gut, dann Nee, da unten will ich den Turm dann wirklich auch haben. An diesem Punkt. Runde beenden. Diplomat geht nach Norden, der Trupp geht wieder weiter. In der Hoffnung, dass er den Kaltöden da oben ein besserer Statthalter sein wird. Zwerge sind dran, okay. Und dann sind wir auch schon wieder. Mordor, Isengard, Orks und... Denen fehlt so dieser eine kleine Bewegungspunkt, kann es sein? Ich glaube, ich werde Gandalf und seine Truppen... Ich habe einen besseren Ort für die gefunden, wo die sein können. Ja, das machen wir. Und du kommst bitte nach hier hinten. Du kommst auch nach dort. Jetzt mal ganz kurz meine diplomatischen Bestimmungen ansehen. Zwerge. Sie haben militärischen Zugang. Aber nicht wir, oder? Ja, wir nicht. Dann kommt der Diplomat, den wir hier nach Norden entsenden. Gerade, wo bist du? Da bist du. Bitte nach Aethlin. Einerseits, um da mal nachzufragen... militärischen Zugang kriegen und andererseits eventuell auch zum Bestechen. Die Grabhöhlen könnten jetzt wachsen, tun sie aber nicht, denn wir haben andere Dinge, die höhere Priorität haben. Ostenedil kann seine Jäger fortbilden. Das darf es gerne tun, denn das kostet eh so gut wie nichts. Und Anuminas kann das Haus der Könige errichten. The Dome. So, Grabhöhlen, ihr seid jetzt mit den Mauern dran. Denn Ortschaft wächst Grabhöhlen. Und wir haben einen Rundenbericht wieder drin. Okay, das ist nichts Besonderes. Almnir kann dann dazu noch ein Jagdlager bauen. So, momentan baut dann hoffentlich alles, was bauen kann, auch irgendwas. Hier baue ich noch eine Hühnerlandwirtschaft. Hier unten bauen wir das Holzfäller-Camp. Und du kommst nach hier vorne und baust einen Turm. Ich dann nach oben entlang nach Tharabad zurückzubewegen. Du kommst nach Ostenedil zurück. Wir machen jetzt weniger Geld. Ja, wir machen deutlich weniger Geld, wenn du da drin bist. Das heißt, du hältst dich auch von Ostenedil fern. Und kommst lieber noch nach hier oben, denn das ist auch noch alles Teil meines Reichs. Und da darfst du dann Mauern, Wachtürme bauen. Damit ich auch wirklich immer alles sehe, was mir gehört. Und dann würde ich sagen, Anuminas, Haus der Könige, 12 Runden. Scheiße, ey. Aber okay, ich meine, das ist das Haus der Könige. Das ist nicht dafür da, billig zu sein. Nächste Runde haben wir schon wieder 5.000 und dann beginnen wir jetzt überall mal professionell
unser Militärwesen auszubauen, damit das dann nachher bereit ist, wenn wir aggressiver nach außen expandieren. Und zwar werden wir mehr oder weniger in alle Richtungen expandieren. Das heißt, Maliv gilt der Geizige, weil der ein ganz guter Kommandant ist, geht nach Norden, Gandalf geht nach Westen und Aragorn wird dann nicht mal als Heerführer eingesetzt, weil er nicht mehr zwangsläufig überleben muss. Natürlich, genau wie Gandalf, wir opfern ihn nicht, aber er muss nicht mehr zwangsläufig überleben und kann deswegen nach Süden gehen und sich dort ein bisschen mit Isengard prügeln. So, Rune ist dran und wir sind Gandalf der Gnadenlose. Geht's mal gilt dem Geizigen nach hier. Geht gleich zu Aethlen und du kommst auch schon mal die Grenze zu den Zwergen. Das ist ja auch nicht verboten. So, Rekrutierungsbericht ist okay. Produktionsstopp irgendwo. Reichste Seite ist Gondor. Oh. Das ist doof, aber okay. Und dann kommst du nach Farabat zurück. Du begibst dich nach hier und baust dort schon mal einen Turm. Ich kann gerne da noch einen Turm und dann da unten einen Turm. Dann kann ich damit hier vorne diesen Pass bewachen. Hier haben wir eigentlich alles, was wir brauchen. Das hier vorne ist nach wie vor nicht von den Zwergen, auch wenn eine Armee von ihnen rumläuft. Wir wollten uns militärisch besser ausbauen. Das heißt, hier kommen Ställe. Hier kommt zuerst mal ein Garnisonsquartier an Luminas und baut gar nichts, denn das ist momentan schwer beschäftigt. Ihr hier unten baut, seid noch mit den örtlichen Stellen dabei, baut irgendwas momentan nicht, abgesehen von den Hobbit-Ländereien, denen ich eh nicht sagen kann, dass sie endlich mal wachsen dürfen. Mann, ey. Nein, momentan baut nichts anderes, das ist okay. Die Elbenarmee hier vorne kümmert sich glücklicherweise um die Rebellen hier, das ist auch sehr schön. Und Weißquell ist aus irgendeinem Grund nicht wirklich glücklich, dann sollten wir uns da jetzt eventuell mal drum kümmern. Weißquell, was macht dich so unglücklich? Du hast hohe Steuern. Okay, dann gehst du bitte auf niedrigen Steuersatz zurück. Wir schalten jetzt generell mal wieder überall die Steuern runter und gucken mal, wie wir denn dann so über die Runden kommen. Das ist nämlich generell fürs Wachstum wesentlich günstiger. Und Wachstum ist nach wie vor eine unserer Prioritäten. So, hier kann auch auf niedrig runtergeschaltet werden. Hier kann auch auf niedrig runtergeschaltet werden. Hier können wir nicht runterschalten. Und damit sind wir, glaube ich, auch schon durch, oder? Ja, sind wir okay. Fortbildung ist abgeschlossen. Jagdlager wurde hier in allen Nähe gebaut. Dann baust du bitte einen Ledergerber. Und Rundenbericht, okay. Es wird nach wie vor überall gebaut. Gut, ihr hier vorne könnt nicht fortbilden. Alle Truppen sind, naja, voll ist was anderes, aber sind okay. Sind aus 22%, um einen Brennern da 25%, das heißt in zwei Runden können wir hier auch wieder Milizen bauen, beziehungsweise fortbilden. Dann kommst du bitte nach da oben und errichtest einen Wachturm nächste Runde. So, und du bist in Aethlen. Wir hätten ganz gerne militärischen Zugang für Karteninformation und eine einmalige Zahlung in Höhe von, sagen wir mal, 191. Akzeptiert. Sehr schön. Dann können wir nächste Runde mit Gandalf durch zwergische Ländereien marschieren, ohne uns da Sorgen machen zu müssen, dass wir eventuell irgendwie auf den Deckel kriegen. Und wir sind bei genau 0 Gold und können deswegen jetzt mal sehen, wie viel Geld wir dann wirklich kriegen, so in der Runde. Hauptsinnergebirge, Sarat, Ruhm. 4000. Davon ausgehen, dass wir jetzt gerade keine neuen Bauprojekte beginnen. So, Bree hat die ritterlichen Ställe gebaut. Dann baut ihr jetzt bitte die große Stadtwache. So. Stadl hat Schaflandwirtschaft, die bauen ein Jagdlager und Amon Sul hat ein Garnisonsquartier, die bauen einen Lederkammer, sobald sie können. So, Rundenbericht ist auch okay. Ihr hier oben baut nichts. Ihr baut
eine Gruft, sobald ihr könnt. Das ist nämlich gar nicht mal so ungünstig gerade. Und dann ziehe ich Gunners Armee in dieses Fort da oben. Und ziehe den Diplomaten, den lassen wir da erstmal stehen. Und den Diplomaten hier unten ziehen wir mal so ein bisschen weg, dass er da nicht die ganze Zeit guckt. Und dann würde ich sagen, beenden wir auch wieder die Folge für heute. Und ich verabschiede mich von euch mit Third Age und sage bis morgen und tschüss, euer Tretaid. Macht's gut und bis dann.